Beim Eintreffen vor Ort hat sich dann herausgestellt, dass ein Kleintransporter, der überladen war, ein 3,5-Tonner, auf einen PKW aufgefahren ist, aus bislang ungeklärter Ursache. Es war schon ein großes Trümmerfeld, ja, der Kleintransporter hat den PKW auf dem Hauptfahrstreifen angefahren. Der PKW ist dann auf dem Überholfahrstreifen in die Leitplanke geschleudert worden. Und von daher war das schon ein dementsprechendes Trümmerfeld. Ja, aber wie gesagt, ohne Verletzte, beziehungsweise zwei Leichtverletzte, die auf eigenen Wunsch nicht ins Krankenhaus wollten. Die Ladungssicherung in dem PKW war suboptimal. Dort befanden sich einfach viele lose Gegenstände aufeinander gestapelt. Gerade im Falle eines Unfalles bewegt sich das natürlich alles noch nach vorne bei einer Bremsung. Von daher kann das schon eine Gefahr darstellen. Das war nicht gut. Und bei dem Kleintransporter war die Ladungssicherung gut durchgeführt. Aber wie gesagt, er ist leider massiv überladen. Es besteht die Möglichkeit, dass das Übergewicht des Kleintransporters auch unfallursächlich ist. Deswegen wird dieser Kleintransporter noch verwogen werden. Ob dies direkt dazu geführt hat, zu dem Unfall, vermag ich zurzeit noch nicht zu sagen.